Die Zeiten sind turbulent. Sie werden turbulent. Sie werden turbulenter. Das kann man fühlen. Man kann es erahnen. Damit man nicht darin untergeht und verloren ist, sich selbst verliert, braucht man Vertrauen. Ich vertraue Gott. Mein Gottvertrauen ist so groß, dass ich noch nicht einmal einen Beweis dafür brauche, dass es Gott gibt, sondern ich achte auf das, was geschieht in mir, was geschieht mit mir, wenn ich an Gott glaube. Wie fühle ich mich? Was macht dieser Glaube mit mir? Und dann weiß ich, dass Gott etwas Gutes ist. Ich brauche keinen Trost dafür, dass etwas ist, das ist größer und mächtiger als ich selbst. Das hat mehr Wissen als ich. Das hat mehr Bedeutung als ich. Ich muss nicht das Bedeutungsvollste sein. Das kann ich mir sagen. Es geht einher mit dem Glauben an Gott. Aber ich kann sagen, ich bin in Frieden mit Gott. Ich stehe Gott zur Seite. Gott steht mir zur Seite. Das fühle ich, darauf vertraue ich. Das ist mein Vertrauen. Das ist meine Zuversicht. Ganz egal, was hier geschieht auf Erden. Ich lasse mich nicht runterziehen und fertig machen, denn das, was wir Tod nennen, ist etwas, das verstehe ich anders. Ich verstehe es so, dass wir unseren Körper abgeben, auf welche Art und Weise auch immer, aber unsere Seele lebt, unser Geist lebt, wir leben. Wir sind nicht unser Körper, sondern unser Körper ist ein Instrument, damit wir bestimmte Erfahrungen machen können, für die man Materie braucht, einen materiellen Körper. Aber wir sind nicht unser Körper. Also können wir dem sogenannten Sterben auch in Frieden entgegenschauen. Und uns selber sagen, ich werde trotzdem leben, denn ich triumphiere über das, was ihr Tod nennt. Denn ich habe meinen Glauben, ich habe mein Vertrauen. Ich vertraue Gott, das ist so. Und ich als Christ sage auch, ich vertraue Jesus Christus.